Hallo und herzlich willkommen heute bei 7 Stern, das Fichtelgebirge live aus dem Kurzentrum in Weißenstadt. Heute könnt ihr leider nur einen Trailer sehen. Wir wollen euch kurz die Sendung und einen Teil der Moderatoren vorstellen. Ja, und dann geht's erst los im September. Eigentlich war der 2. Mai geplant, aber wir haben uns entschieden, dazu es erst im September zu machen, denn wir haben noch nicht genügend Sponsoren. Die suchen wir noch. Wer also diese Sendung unterstützen möchte, ist herzlich willkommen, denn wir wollen natürlich eine wirklich gute und durchdachte Sendung bieten. Und dazu brauchen wir einfach auch ein bisschen Finanzierung. Und zum anderen, unser Partner, das Landratsamt in Wunsiedel, sucht noch für einen Teil der Sendung, das ist im Fichtelgebirge unterwegs, einen Moderator oder eine Moderatorin. Und die kannst du werden. Wir suchen nämlich dich da draußen. Ja, schön wäre es, wenn du dich im Fichtelgebirge ein wenig auskennst. Schön wäre es, wenn du ein bisschen Grundtalent zum Moderieren mitbringst. Und schön wäre es außerdem, wenn du dich natürlich dann dich bei uns bewirbst. Zum einen im Landratsamt beim Herrn Martini oder bei uns unter info@7stern.tv. Wir haben schon ein paar Partner. Das eine ist zum Beispiel, was sollte besser passen als sowas, 7-Stern-Senf. Also besser kann man unseren Titel nicht mehr repräsentieren. Und der ist gut. Den werde ich dann auch auf jeden Fall noch ein bisschen zu meiner Brezi hier essen. Zum anderen haben wir natürlich noch ein paar andere Partner. Wir werden auch auf jeden Fall das ein oder andere gute Bier aus der Region euch vorstellen. Ja, ich darf es testen und ihr dürft es mir draußen dann nachmachen. Eins habe ich hier schon, unser Michael Pilz aus Weißenstadt. Das ist auf jeden Fall unser erstes Bier, das wir testen. Und ja, das werde ich dann mit Sicherheit auch noch tun. Aber bevor ich das mache, stelle ich euch erstmal eine unserer Moderatorinnen vor. Das ist die Paula Heltei, die macht nämlich unser Lifestyle-Magazin. Und zu der gebe ich jetzt mal raus. Die sitzt auf der Terrasse draußen und hat im Hintergrund den Weißenstädter See bei strahlendem Sonnenschein. Ja, was will man mehr? Paula, wie geht's dir da draußen? Hi Micha, danke der Nachfrage. Hier ist super warm, schönes Wetter und die Sonne scheint. Hinter mir ist das Kurzentrum in Weißenstadt und rechts von mir ist der Weißenstädter See. Wenn die Kamera einfach mal mitschwenkt, damit jeder sieht, was für eine traumhafte Aussicht ich hier habe. In meinem Lifestyle-Magazin, wie der Micha schon erwähnt hat, zeige ich euch, wo man hier super gut essen gehen kann, die neuesten Modetrends und die besten Fortgehmöglichkeiten, auch die Diskos. Einen kleinen Ausschnitt habe ich für euch schon vorbereitet und zwar ist das Tanning. Was ist Tanning überhaupt? Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Schaut mal rein. Hi, ich bin's Paula. Und zwar sind wir heute auf der Gesundheitsmesse in Bindlach, in Bayreuth, bei Bayreuth. Und ich habe mir gleich mal von Trend Beauty sagen lassen, dass die heute hier Tanning machen. Und da ich endlich braun sein möchte, ohne in den Urlaub zu fahren, habe ich mir gedacht, das ist eine super Gelegenheit, dass wir da mal hingehen. So, jetzt wo ich super gebräunt bin, heißt es ab in die Bar. Bis später. So, einen kleinen Ausschnitt habt ihr jetzt schon gesehen. Im September gibt es mehr davon. Ich bin jede dritte Sendung bei 7 Stern das Fichtelgebirge live dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr immer mal reinklickt und meine Sendung mitverfolgt. So, nun gebe ich weiter an Micha. Wieder rein. Oh, ihr seid schon wieder hier. Ja, also ich kann nur sagen, hammergut, 7 Stern Senf, toller Partner und wir sind auch froh, dass wir die haben. Ja, Paula, danke schön von da draußen. Ihr habt jetzt mal gesehen, was die Paula denn in ihren Lifestyle-Magazinen so vorhat. Sie hat es euch hoffentlich ein bisschen erklärt. Und ja, wir haben natürlich noch mehr Partner.
Denn wir haben zum Beispiel den Fichtelgebirgsverein. Der Fichtelgebirgsverein ist ja einer der größten Vereine in Bayern und mit seinen rund 19.000 Mitgliedern, da sind wir natürlich froh, dass die unser Partner sind. Und deswegen widmen wir auch denen jede dritte Sendung einen speziellen Part, wo dann einfach vorgestellt wird, was macht denn der Fichtelgebirgsverein, was machen seine Ortsgruppen. Die sind so vielfältig und wenn man über das Fichtelgebirge berichtet, dann kommt man um die eigentlich gar nicht rum. Ja, das ist auf jeden Fall einer unserer wichtigsten Partner mit und wir wollen natürlich mehr haben. Also wenn jemand da draußen Interesse hat, Partner von uns zu werden im Fichtelgebirge natürlich bevorzugt, aber auch gerne in der Umgebung. Das Fichtelgebirge ist ja auch weitläufig. Dann immer her damit. Wir freuen uns über euch. Und zum anderen brauchen wir natürlich nicht nur Moderatoren, sondern wenn ihr mal Lust haben solltet, euch irgendwie fernseh- und medientechnisch zu engagieren. Also wir brauchen hier noch ein paar Hobbyredakteure, wir brauchen noch ein paar Hobbykameramänner, Frauen, wir brauchen ein paar Leute für den Ton, wir brauchen Beleuchter, wir brauchen Aufnahmeleiter. Also alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr also Lust habt, mal so einen Medienjob einfach als Hobby auszuprobieren, dann immer her damit. Bewerbt euch unter info@nobar.tv oder bei info@7stern.tv. Ja, bei Nobar TV gibt es natürlich noch mehr, was wir tun und wir drehen ja auch unsere Kinofilme. Also breites Spektrum, jetzt hier geht es um 7 Sterne das Fichtelgebirge live. Ich hoffe, ihr schaut rein im September und ja, da gibt es einiges, was wir euch vorstellen wollen. Das Fichtelgebirge ist wahnsinnig vielseitig und das muss nach außen getragen werden. Und ich denke mal, auch ihr hier aus dem Fichtelgebirge wisst nicht alles, was es hier gibt. Und das zeigen wir euch im September mit der Paula, mit mir, Michael von Hohenberg und mit einem guten Bier. Und das probiere ich jetzt. Michael Pilz aus Weißenstadt. Und wenn ihr eure Biersorte hier vorgestellt haben wollt, dann meldet euch. Die probiere ich doch gern. Wünsche euch noch einen schönen Sommer. Wir sehen uns im September. Bis dann. Lecker. Soll noch mal einer sagen, wir haben hier kein gutes Bier. Also wirklich. So, jetzt gehe ich zur Paula und tschüss.